Heilige Scheiße. Und wir wissen immer noch nicht, wie es mit den beiden Pärchen weitergeht. Doch, jetzt wissen wir es. Jess? Mike, Weg zur Hütte 2322. Hinterher. Oh, verdammter Scheiß! Bitte keine Quicktime-Events. Ich bin da furchtbar schlecht drin. So, wir haben keine Zeit, uns ablenken zu lassen. Jess, wo bist du hin? Das ist nicht witzig. Er denkt, Jess. Sie spielt ihm einen Streich, aber warum sollte sie so schreien? Süße, bist du da drin? Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht... Ah! Oh mein Gott! Nein. Alter, Miststück! Das war so genial! Nein! Warte, das musst du sehen! Das musst du sehen! Ich will sehen. Mir das nicht... Nein! Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Mürrisch? Wollen wir jetzt mürrisch reagieren oder wollen wir gute Miene zum bösen Spiel machen? Boah, die blöde Kuh. Und wenn sie dann mal Hilfe braucht, dann Larifari. Ach komm. Soweit ich sehe, ist sie aber noch trocken. Oh, ist das so? Ja, du musst dich wohl mehr anstrengen. Du willst also mehr? Dann solltest du dich lieber anschnallen, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allergemeinsten Erschreckungskünste. Was passiert, wenn wir jetzt zurückgehen? Zu dem Auto, was da war? Ich habe immer das Gefühl, egal was ich mache, ich entscheide mich falsch. Ich weiß nicht warum. Kann der Psychoanalytiker mir was dazu sagen? Sind das Versagensängste? Aber andererseits will ich natürlich auch gucken, ob wir beim Auto was vergessen. Wo sind wir denn jetzt hier auf einmal? Müssten wir nicht beim Auto rauskommen? Da sind wir beim Auto. Okay. Da wollte ich eben noch mal kurz gucken. Wir können da nicht mal reinschauen und gar nichts. Ist der Weg umsonst? Manno, ich dachte, wir kriegen da vielleicht noch einen kleinen Hinweis oder irgendwas. Ja gut, dann folgen wir mal dem Weg nochmal. Da ist der Kopf oder der Schädel. Jetzt frage ich mich, wir sind zurückgegangen. Wir sollten eigentlich über die Brücke. Was müssen wir tun? Folge dem Pfad zur Hütte. Oh, warte, bei Mike gucken wir nochmal ganz kurz. Ehrlich und hilfsbereit ist der Mike aber nicht unbedingt. Aber der ist doch eigentlich hilfsbereit. Der hat dir doch geholfen. Oder ist das jetzt gestiegen? Witzig ist ganz nach vorne. Tapfer, romantisch, neugierig. Bei Jess ist er ganz hoch im Kurs. Bei den anderen, naja. Wir sollen dem Pfad folgen. Also folgen wir dem Pfad. Ich würde ja links gehen eigentlich. Na komm. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung. Na komm. Wir lassen sie nochmal hinterherkommen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass sie eventuell bald schon wieder schreien wird. Und wir müssen uns dann entscheiden, ob wir ihr glauben oder nicht.
Gucke mal. Hätte man fast übersehen. Unschuldig am Wegesrand. Eine gelbe. Ein Führungstotem. Davon haben wir jetzt das dritte gefunden. Ich schaue nochmal ganz kurz rein. Da geht irgendjemand, da klettert irgendjemand nach oben irgendwo. Von Mike auf dem Pfad zur Hütte gefunden. 3 von 6. Na, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Das wird noch dauern, bis wir alle zusammen haben, fürchte ich. Ich spiele mal ganz kurz die Ereignisse der Vergangenheit nochmal ab. Das kennen wir ja schon. Ich glaube, das ist jetzt länger geworden. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Radium. Also Strahlung. Hier sieht einfach alles mega unsicher aus, aber gut, es ist natürlich Klischee, Horrorfilm, wow, alles. Das ist ja wie ein echtes Winterwunderland hier draußen. Du weißt, ich hab's drauf. Ich gehe mal ein bisschen langsamer, um der Szenerie gerecht zu werden. Bestimmt nur ein Eichhörnchen. Oder so. Abartig. Das war definitiv kein Eichhörnchen. Da oben ist schon wieder so ein Licht. Ich habe das Gefühl, immer wenn so ein Licht auftaucht, dass irgendwas Schlechtes passiert. Aber das sind natürlich die ganzen normalen Beleuchtungen hier. Da ist schon wieder so ein Licht im Wald. Was? Hörst du das? Nein. Hallo? Jemand da? Manchmal ist es besser, nichts zu tun. Vielleicht sollten wir uns da ab und zu mal dran halten. Aber dann hätte man natürlich nichts gesehen. Oder vielleicht hätte es uns dann umgebracht. Man fühlt sich bei diesen zeitkritischen Events auch immer genötigt, was zu tun. Ist genau so, wie du es beschrieben hast, Michael. Was? Die Hütte. Sie ist toll. Ja. Yeah. Diese Hütte ist toll. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen von tollen Hütten, glaube ich. Das sieht aus wie ein Gästeklo. Das ist die Hütte. Hallo? Das ist doch nicht die Hütte. Was ist das? Eine alte Maske. Haben wir die schon mal irgendwo gesehen? Die kommt mir so bekannt vor, oder kenne ich die nur aus dem Trailer? Schräg, oder? Sieht gruselig aus. Stehst doch drauf. Knutschen? Oh, Mike, hör auf! Okay, dein Pech. Das ist cool. Aber selber mit dem Schädel. Hat er die Maske einfach weggeschmissen? War hier nicht noch irgendwas?
Diese Fleischerhaken, wieso hat jede Hütte hier, guck mal hier vorne, warum hat jede Hütte hier so Fleischerhaken drin? Das geht mir auch nicht so in den Kopf. War das irgendwie ein Modetrend oder irgendwas? Sollte ich mir vielleicht für zu Hause auch noch einen Fleischerhaken zulegen? Okay, da ist nichts. Wir gehen weiter. Alter, wie weit ist denn diese scheiß Hütte entfernt? Die gehen doch nicht jeden Tag 5 Kilometer von der Hütte zur Lodge. Vor allem durch diesen Schnee. Das ist so doof. So, wir wollen aber nichts übersehen. Was ist denn nun mit diesen Viechern? Fühlen die sich bedroht in ihrem Revier? Was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Echt furchtbar. Shit, ich glaube nicht, dass er durchkommt. Weg da. Hirsch beruhigen, Hirsch töten. Keine gute Idee. Hey Mann. Oh mein Hey Kumpel. Gott, das arme Tier. Ist okay. Ist okay. Mike, er haut hat ab, so große haut Schmerzen. Ab, haut da ab, haut da ab, haut da ab. Okay Kumpel. Haut da ab, haut da ab. Blau! Blau! Oh mein Gott, was soll eine Frau das? Keine Ahnung! Eine Brücke-Tier, das ist hier das nicht! Komm hier rüber! Da ist ein Meer, bestimmt ein Meer! Da! Da! War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Oh, typisch. Oh, das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung, bitte. Ja, my lady. Ich fasse zusammen. Die beiden vermuten, draußen ist ein Bär. Und sie schickt ihn jetzt raus zum Holz holen und Strom machen. Oder haben wir ja drinnen Holz? Ich weiß es nicht.
Ich schaue erstmal ganz kurz auf den Schmetterlingseffekt. Alter Schwede. Huch. Mike, ehrlich? Warum ist er nicht ehrlich? Hat er denn gelogen bei ihr? Hat er sie mit irgendwas angelogen? Ach, okay, weil er immer witzig macht und einen auf starke Hose macht und sowas. Deswegen wird er unehrlich, weil er versucht, irgendwie die Gefahrensituation zu entschärfen, wo er sich erschrocken hat. Und dann sagt, du musst dich ein bisschen mehr anstrengen. Aber deswegen ist er doch nicht unehrlich. Er hat sich ja trotzdem aufrichtig erschrocken, das hat man ja gesehen. Und er hat sich ja Sorgen um sie gemacht. Siehst du, er guckt ja sogar in die Augen und nach oben und nach unten. Und jetzt wieder ein Status und jetzt guckt er dir in die Augen. Mike, können diese Augen lügen? Er ist schon eine ehrliche Haut. Aber er macht sich natürlich primär Sorgen. So, sei ihr Held, was für später... Rettungsaktion. Etwas für später. Das ist der Baseballschläger, aber was haben wir denn hier aktualisiert? Er hat gesagt, Schmetterlingsdinger sind aktualisiert, sehe ich aber nichts. So. Falls du nicht auf Rumknutschen mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Pronto! Jaha! So, einmal öffnen. Ah, zum Glück haben wir Holz hier. So. Na komm. Raus den Scheit, rein den Scheit. Brennstoff ist da. Fehlt nur ein Streichholz. Haben wir ein Streichholz? Wir haben natürlich kein Streichholz. Die kleine Gaslampe daneben geht auch nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Native American Mythos and Legends von Josef Malik. Du sollst nur ein Feuer machen, kein Roman schreiben. Wie lange dauert das denn noch? Die Bärenmutter kehrte zurück. Sie war furchtbar zornig und griff den Kaufmann an, doch er konnte mit den Pelzen ihrer Jungen fliehen. Ein mächtiger Adler wurde Zeuge des Geschehens und stieß auf den Kaufmann herab, der zwischen den Bäumen hindurchrannte, doch ein Pistolenschuss konnte den Adler in die Flucht schlagen. Der Kaufmann verließ den Wald in Schadenfreude, während er an das Geld dachte, das er schon bald in den Händen halten würde. Doch da fiel ein großer Baum... Es ist so kalt hier drin im Moment, dass meine Zunge sofort an dir festfrieren würde. Es hatten wohl noch mehr Leute eine Begegnung mit den netten Problembären. Das macht es jetzt nicht wirklich besser. Zeichen und Symbole der amerikanischen Ureinwohner. Die Jäger der amerikanischen Ureinwohner nutzen Zeichen. Die Abbildung unten und gegenüber zeigen einige Symbole, die von den Stämmen in Nordamerika nutzen. Bild eines Jägersymbols, der Pfeil und Bogen, gutes Jagdgebiet. Bild eines Schmetterlingssymbols, eine Vision oder ein Traum von der Zukunft und ein Schädel. Bild eines Schädelsymbols, ein Schutzzauber oder Bann, der vor bösen Geistern schützen sollte. Und wir haben so einen Schädel schon gefunden, tatsächlich. Tatsächlich haben wir so einen Schädel schon gefunden. Wow, Jess! Sieh dir das an! Ist es ein Feuer? Nein, viel cooler. Zeigen Sie die Wach... Nein, 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 nein. Ne? Gefall ich dir? Oh mein Gott. Warum drehen Kerle bei Waffen immer komplett am Rand? Nicht? Okay. Sie wird nie verstehen, was uns verbindet. Wir wissen, wo die Waffe ist. Waren das gerade Streichhölzer deiner Ecke? Status-Update. Das ist das Buch. Das waren keine Streichhölzer offenbar. Was haben wir denn da hinten noch? Was denn jetzt? Das Handy ist weg. Oh, Scheiße. Mike! Was? Oh, Scheiße! Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße! Nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Okay.
Wir haben im Intro schon gesehen, die eine Schwester, ich weiß nicht genau welches war, hat auch ihr Handy verloren auf der Flucht. Scheint ein Hobby zu sein. Looky, looky. Jetzt gibt's Feuer für meinen Schnucki. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Hab ich recht? Three Eagles. Okay, noch ein bisschen, ganz kurz ein bisschen gucken, bevor wir Feuer machen. Hier ist nix. Hier ist altes, dreckiges Geschirr. Hier können wir vielleicht noch Strom einschalten. Cool. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. So. Und? Na, runter. Hoch. Oh. Hey, bist du okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel. Du hast es kaputt gemacht. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Du bist falsch verkabelt. Die kann auch nur meckern. Schickt den Mann hier rum, alles zu machen und selber sitzt da und meckert die ganze Zeit nur. Naja. Na gut, wir machen erstmal ein schönes Feuerchen und dann reicht das hoffentlich für den Abend. Das letzte Streichholz, natürlich. Mike 1, Feuer 0. Wirklich schön. Bravo. Uh-oh. Die Veranda. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Oh, ja, ja. Oh, oh, oh. Ich höre eine heulende Stimme. Es ist ihr Handy mit Musik. Ist das eine Falle? Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt durchs Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh. Nein, 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 sei nicht dumm! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Geh rein! Wartet mal! Euer Pech! Ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael und ich nämlich gleich ficken! Genau! Wir haben jetzt gleich Sex und der wird echt heiß! Also genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun! Geh rein! So eine Scheiße! Scheiße! Fuck, ich wusste es! Scheiße! Nein, bitte kein Wechsel, bitte kein Spielerwechsel! Oh, du Dreckspiel! Nein! Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Was? Keine Ahnung. Verfluchte Kacke! Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten das rausfinden. Alter, ihr könnt doch jetzt den Spielerwechsel machen, ihr Dreckigen! Ashley, 23:14 Uhr.
Das darf doch nicht wahr sein. Ashley muss erstmal hier oben ein bisschen rumgucken. Oh. Alter, ich muss mich erstmal beruhigen gerade. Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Ja, jetzt quatsch nicht. Ich muss mich erstmal ein bisschen beruhigen, nervlich. Was ist das? Ein Brillenetui? Hannas Brillenetui, HW. Hier hinten gibt's nichts. Wir gucken uns trotzdem immer sehr eingehend um. Damit wir keine Hinweise verpassen aus Versehen. Kommen wir da? Da kommen wir nicht. Da ist noch ein Tisch, da kommen wir doch. Okay, da kommen wir nicht hin. Da war der Seance-Tisch, da kommen wir offenbar nicht hin. Können wir die Kerze auch bewegen? Ja, könnten wir tatsächlich. Cool. Und die haben immer noch kein Licht hier drin. Das ist doch furchtbar. Okay, da können wir nicht hin. Ich komme. Hier ist schon wieder genau der gleiche Adler, den wir gerade drüben noch in der Hütte gesehen haben. Heißt aber nichts, offenbar. Was ist denn das? Na? Wow. Hast du das gesehen? Ja. Aber der Strom ist gar nicht an. Schräg. Und mehr haben die dazu nicht zu sagen. Licht von unten. Ich gehe mal ganz kurz in die Hinweise rein. Nur mal gucken, der Unbekannte hier, lalala, Licht von unten. 8 von 32 Hinweisen. Der Strom ist ausgefallen, aber aus dem Raum unterhalb der Bibliothek scheint elektrisches Licht. Das heißt, unten gibt es noch einen zweiten Generator. Ein zerfetzter Steckbrief, den haben wir schon gelesen. Zeitungsausschnitt kennen wir schon. Eine Nachricht von einem örtlichen Polizisten über einen entlassenen Sträfling klingt wie eine Warnung. Die Axthalterung war leer. Das Büchlein haben wir schon gesehen und das können wir jetzt notfalls noch später lesen. Gut zu wissen. Wenn wir sowas finden. Die Halloween-Karte. Warum haben wir die gefunden? Warum hat der Psychiater die auch? Oh, Chris! Oh mein Gott! Alles okay? Ich glaube schon. Da! Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Ich schaue mich erstmal kurz um. Wir drücken gleich auf den Knopf. Eigentlich wollte ich hier mal ganz kurz gucken. Denn ich habe das Gefühl, wenn wir uns nicht gründlich umsehen und gehen uns irgendwie Hinweise, wieso ich da hinten nicht lang kann, ist mir ein Rätsel. Na, Hilfe, ich komme da nicht weg. Okay, hier entgehen uns keine Hinweise. Schade. Wäre schön gewesen, wenn sich meine Theorie... Oh, küsst euch mal. Wenn sich meine Theorie jetzt bestätigt hätte direkt. Dann drücken wir mal. Wow, Wand geht auf. Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washington, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon. Das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee, du gehst. Vielen Dank. Chris, 23:19 Uhr. Sind ungefähr 8 Stunden bis... Nette Perspektive. Ein Foto von den Schwestern. Sie hatte den Schmetterling. Was? Wow, was ist das? Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet.
Ach du Scheiße. Heilige Scheiße. Hey Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Ich gehe nochmal kurz hier rein. Hier ist also eine Kamera installiert. Was ist das? Das ist ein Geheimraum. Warum können wir uns hier nicht noch weiter umsehen? Okay. Oh. Was war das? Wie kann das Ouija-Brett, das Hexenbrett, sich bewegt haben? Doch nur... Glaubst du, es war wirklich jemand hinter Hannah und Beth her? Wenn ja, dann wäre das wirklich beschissen. Da liegt noch was. Ein Brief. 8. November 2013, Dr. C.J. Swaffham, Abteilung für Ethnizität. Sehr geehrter Dr. Swaffham, vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist gut zu wissen, dass der Stamm sich dem Land hier noch immer verbunden fühlt, obwohl wir ein paar bedauerliche Probleme haben, zum Beispiel Graffiti und Personen, die in den Außengebäuden unerlaubt übernachten. Dies ist schließlich die Heimat ihrer Vorfahren. Ich habe mit den Nachkommen des Stammes Kontakt aufgenommen und beabsichtige, ihrem Ältestenrat eine Spende zukommen zu lassen. Die Wunden der Vergangenheit zu heilen wird nicht einfach sein, aber ich glaube, dass es ein notwendiger Schritt ist. Mit freundlichen Grüßen, Melinda Washington. Auf der Rückseite habe wieder diesen Irren gesehen. Donnerstag 21.17 Uhr hing beim Generatorschuppen rum. Ich werde ab jetzt Buch führen. Der stammt anscheinend von Joshs Mom. Ja, sie bemüht sich sehr, etwas in Ordnung zu bringen mit irgendeinem Ureinwohnerstamm. Ja, das schlechte Karma reicht sehr, sehr weit. Ich glaube nicht, dass die Indianer das sind, die hier was Böses wollen. Die Hinweise gehen immer noch auf den ehemaligen Hausmeister. Aber wie soll der dafür sorgen, dass die Bücher aus dem Regal fliegen? Wie soll der dafür sorgen, dass das Hexenbrett uns irgendwelche Hinweise zukommen lässt? Da ist eine Tür. War zu erwarten. Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass hier irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant. Und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen. Der könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie eine Warnung. Ich meine, vielleicht war er das ja vorhin unten im Keller. Was? In der Bibliothek unter den Holzdielen? Das Licht? Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris? Wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Ups, Josh! Willkommen! Ashley! Ash, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Ich werde... Hash! Hash! Nee. Hash!
Look at your eyes. They're exactly the same as last time. Your arms, they're wrapped around me so tight. Are you listening? Are you listening? Look at the light, how it's dropping off the moon tonight. You always had a way to throw the light. And you gonna stay.